Die nächste Übung, die wir jetzt gleich versuchen werden, sind unsere Flutter Kicks oder unsere Scissors. Wir versuchen die Übung ein bisschen zu pimpen, indem wir wieder ein Gummiband haben. Wir nehmen unser Gummiband um unsere Füße rum, um die Sprunggelenke. Ob ihr die Füße angezogen habt oder gestreckt, ist in dem Fall jetzt relativ wurscht. Worauf kommt es bei dieser Übung? Wir liegen flach auf dem Boden. Das Wichtigste während der gesamten Übung ist, dass euer Lower Back, also der untere Rücken, die ganze Zeit am Boden bleibt. Wir wollen den Rumpf, ihr könnt den Rumpf leicht anheben, dann fällt es euch leichter, die Spannung im Core zu halten und den unteren Rücken nach unten zu drücken. Und wir wollen die Beine gestreckt nach oben haben. Ob die Beine jetzt in diesem Winkel sind oder in die, hängt davon ab, wie stabil ihr euren Core halten könnt. Dann wollen wir die Position halten und wir gehen in unsere Scissors, wo wir hier über Kreuz arbeiten werden. Ihr könnt, wenn ihr es schwieriger machen wollt, noch die Arme in die Streamline-Position, also wie beim Schwimmen, gestreckt nach vorne halten. Ihr merkt schon, ich mache zwei, drei Übungen. Mein Core brennt schon. Ich bin schon außer Atem. Fantastische Übung, Ganzkörperarbeit und vor allem diese Kontrolle, um den Lower Back und eurem Core halten zu lernen.